Bischof Schrammel und sein Führungsstab weit entfernt davon sind, andere Meinungen und Auffassungen zu akzeptieren und sich der Diskussion zu stellen. Wir haben vielmehr die Erfahrung gemacht, dass er sich über unsere Sorgen und Anliegen hinwegsetzt und er nicht gesprächsbereit ist. Wir fordern eine Reformierung der Leitungsstrukturen. Wir fordern, das Leitungsamt neu zu gestalten und neue Zugänge zu diesem Amt zu schaffen. Die Kirche soll bewegt werden von der Frohbotschaft. Sie soll nicht über den Glauben herrschen, sondern der Freude dienen. Wie geht's weiter? Ja, ich habe ja eben die Schlussworte schon gesagt, also wir werden ja da sicher nicht die einzige Aktion draus machen. Also wir haben ja vielleicht Andachten angedacht oder vielleicht ergibt es ja auch nicht mal, dass wir noch rumziehen.